Ja, wenn sie einzeln kommen, sind sie kein Problem, aber heißt halt nur die Masse bei ihnen, die dann die einen dann so. Oh, aber ich glaube, ich war dahin schon auf dem richtigen Weg. Ich werde jetzt hier mal ein bisschen weiter rennen. Ne, Sarkophag, Sarkophag. Dann geht es hier hinten noch einmal da lang und da ist auch zu. Und dann kommen wir hier. Heiß des inneren Feuers. Auch nicht schlecht. Gibt's doch da noch einen kleinen Buff. Den haben wir hier. Ein Leichnam mit einer Axt. Einem Hammelbein und einer Süßigkeit. So. Süßigkeit, genau. Generiert Vitalität. Dann essen wir die auch mal direkt. So. Und genießen noch diesen kleinen Buff. Oh, ein Temerischer Eisendolch. Den kennen wir schon. Den haben wir hier noch. Haben wir nichts. Oh, hier liegt eine geheimnisvolle Kiste. Die ich zwar gerade nicht aktivieren kann, weil ich hier irgendwie festhänge. Aber ich kann ja hier vielleicht so... Ach nee, ist keine Kiste. Ist ein Skelettkopf in einer... Ja. Okay. Gut. Dann würde ich mal sagen, da gehen wir wieder zurück. Gucken uns mal den anderen Sarg an, den wir da noch gefunden haben. Nämlich diesen Sarg. Erstmal kümmern wir uns hier mal um diese Erscheinung. Mit ein bisschen aufgefrischtem Lehm geht das doch alles wieder ein bisschen einfacher hier. So, jetzt seid ihr noch ihr dran hier. Und du bist der Letzte von euch. Der Letzte deiner Art hier. In diesem Raum. In dem du stirbst. So. Okay, das wäre geschafft. Ah, jetzt kommen wir jetzt auch nämlich an diesen Sarg ran und hier finden wir Dörrobst und Nüsse. Boah, wie episch. Das ist ja mal epic shit in the hood, aber ich kann es nicht benutzen. Gut, aber hier irgendwo muss ja noch Rabes Rüstung sein. Wir gehen einfach mal nach unserer kleinen Karte hier, nämlich nach dieser. Sind wir hier auch... die Schatztour hatten wir ja schon. Nach der Karte sind wir hier aber auch falsch. Ich könnte aber... hier hinten so lang gehen. Ich glaube, wenn ich dann so laufe, bin ich gar nicht mal so... Achso, ich glaube, hier hatten wir auch schon einmal lang. Hinten kam ich ja nicht weiter. Vielleicht einmal das Art genutzt. Ah! Hier müssen wir so Art benutzen. Und da hinten ist eine Grabinschrift und da kommen schon wieder... Oh nein, nein, da kommen wieder meine Lieblingsleute an. Oh, oh. Oh nein, 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 das wird... Ah, Leute! Ja. Irgendwie muss ich mir jetzt hier was überlegen. Ah, hier hinten komme ich bestimmt wieder raus. Ah, sie lassen mich nicht raus. Ach. Geralt, ganz, ganz doofe Sache. Wieso haben wir nie Alkohol dabei? Nee, hilft auch nicht. Verdammt. Ja, jetzt muss ich erstmal flüchten. Und muss schauen, dass ich hier wieder ein bisschen Leben gewinne, weil mit dem bisschen Energie brauche ich die alle da gar nicht angreifen. Ja, das heißt, ich muss warten, bis mein Leben jetzt gleich hoch regeneriert ist. Das wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Gut, aber ich würde sagen, wir machen dann hier auch mal einen kurzen Aufnahmestopp und warten einfach ab, ja, bis mir irgendetwas Passendes zu der Sache einfällt. Da genau, hast du noch was dabei? Ah, genau, ich habe ja noch... noch Dörrobst und Nüsse, das kann ich ja auch noch essen. So. Und da kommt der Flatterer. Wenn ich jetzt aber alle so einzeln besiege, dann... Na gut, dann machen wir noch keinen Aufnahmestopp, sondern wir metzen jetzt hier alle einfach einzeln weg. Und dann habe ich auf jeden Fall eine reelle Chance, das Ganze hier zu überleben. Dann hast du ja noch dein Hähnchenbein hier. So, was nehmen wir jetzt auch noch mit. Das können wir nämlich auch noch gleich essen. So. Okay, doch kein Aufnahmestopp, wir machen doch direkt weiter hier bei Rabes Rüstung. Ja, wir sind so kurz davor, aber ja, auch doch wieder so weit davon entfernt, weil hier überall diese Typen rumgurken. Die Erscheinung hier zum Beispiel. Ja, die ist einfach zu schnell dafür. Ah, verdammt, ich habe gleich wieder seinen Kumpel geholt. Ich bin sofort wieder im grauen Bereich. Das gefällt mir eigentlich gar nicht. So, Stufe aufgestiegen. Sehr gut. Also gleich noch ein paar Talentpunkte hier. So, euch beide hätte ich. So, wer kommt denn da vorne? Da vorne kommt noch einer von den Kollegen hier. Nämlich er hier. Na komm jetzt hier. Komm, Geralt. So viele Chancen hier, den er abzumetzeln. Und in den Gruppenkampfstil gewechselt. So. Ja.
Lass dich nicht zu oft hier treffen. Mann, wir sind so kurz davor. Und so, boah. So, jetzt aber ganz, ganz schnell hier noch das Hähnchenbein gegessen. Lecker. Um wenigstens wieder in den, ja, nicht grauen Bereich zu kommen. Oh Mann, da vorne ist sie. Aber da müsste... Ah, da auch direkt mit Rabes Grab. Okay, also warten wir einen ganz kurzen Augenblick. Verharren wir hier. Ziehen wir schon mal das Schwert und begeben uns in den Raum. Ja, ein Flatterer. Der macht den echt den Flattermann. Okay, wenn es nur einer ist, ist das kein Problem. Es dürfen nur nicht noch mehr werden. Okay, sieht ganz gut aus. So, ein Sicherheitslauf. Da ist noch ein Basilisk. Oh oh. Boah, hat niemals gegen Basilisken gekämpft. Ah, okay, sie sind nicht ganz so stark. Boah, bei Basilisk denke ich immer gleich an diese große Schlange aus Harry Potter. Aber zum Glück hatten wir es hier nicht mit einer solchen zu tun. So, und hier ist Rabes Grab und hier ist auch Überreste von Rabes Rüstung. Unter Verwendung komplexer Technologie hergestellt. Qualitativ hochwertige Rüstungsteile, Schulter, Armröhre und Handschuh und Buch des Donners. Ja, gut, da haben wir bereits von Berengar die Geheimnisse bekommen. Dementsprechend nehmen wir jetzt hier mal nur die Rüstung mit. Dann haben wir hier noch die Grabinschrift. Können wir auch noch lesen. Hier ruht der Hexer bekannt als Raven. Ein großartiger Krieger und Verteidiger der Schwachen. Geehrt sei sein Name. Sehr gut. Gut, dann hätten wir das jetzt auch schon. Das bedeutet, ich kann jetzt... Was haben wir hier noch? Ein paar Runen. Aber die haben nichts zu sagen. Gut. Grabinschrift haben wir jetzt auch gelesen. Nicht unterbrechen. So. Kann man da oben dann jetzt eigentlich raus? Ich kann ja mal versuchen, jetzt hier mal ein Art drauf zu wirken, weil das sah so verdammt nach rausgehen aus. Nee. Das sieht nicht nach rausgehen aus. Also ich muss den regulären Weg wieder zurücknehmen. Aber ich habe es geschafft. Ich habe jetzt Rabes Rüstung damit und ein paar anderen Teile, die ich noch besorgen muss. Kann ich dann später zu Kalkstein gehen und der schmiedet mir daraus die absolute Imba-Rüstung dieses Spiels. Ja, das klingt richtig, richtig gut. Da habe ich derben Bock drauf. Tja, Berengar, wärst du mal mit mir gekommen? Da könnten wir sie zusammentragen. Die Partnerrüstung. Nein. Aber du kannst immerhin sehen, wie ich die Rüstung anziehe, die du unbedingt haben willst. Hat doch auch seine Vorteile. So. Den noch eben gekillt. Und dann geht's wieder zurück. Ab nach oben. Ans Tageslicht. Raus aus dieser schnöden Gruft. Zurück in den schnöden Sumpf. Ja, da ist auch nicht wirklich besser. So. Boah. Bin ich auch direkt hier von einem Ertrunkenen angegriffen. Ich habe irgendwie auch das falsche Schwert gerade in der Hand. So. Komm, Geralt, Schwert wechseln. Jetzt aber. Jetzt schlitz in seinen ertrunkenen Bauch auf hier. So, sehr gut. So, noch einer hier? Nö. Umso besser. So, ein paar Überreste noch schnell mitgenommen. Jetzt gucke ich nämlich mal auf die Map. Denn bevor ich jetzt hier irgendwas mache, bevor ich wieder irgendwie weitergehe, sondern mir hier Straße zum alten Herrenhaus, Flüchtlingshöhle, Druidenhöhle, Flüchtlingshöhle. Okay, gehen wir erstmal, denke ich mal, zur Druidenhöhle. Weil, ja, da ist auf alle Fälle Mashani hingegangen. Oh Gott, schon wieder ein Ertrunkener. Und ja, da suche ich mal nach etwas Alkohol, dass ich mal meinen Vorrat am Mutagen hier mal auffüllen kann. Denn der ist ja mittlerweile sowas von erschöpft, ne? Weil ich sehe das hier noch kommen. Gleich dreht sich das Storyrad immer weiter vorwärts. Da muss ich hier noch gegen die Striege kämpfen, gegen Azayavit kämpfen, gegen keine Ahnung wen noch alles kämpfen. Und dann, ja, stehe ich da ohne Mutagene. Und gerade die Kämpfe haben mir schon gezeigt, lieber Hyuga, das geht so nicht weiter. Der Geralt, der verreckt dir noch. Dementsprechend mache ich mich mal ganz schnell auf die Suche nach dieser Druidenhöhle. Denn ich hoffe mal, dass ich dort etwas, ja, Brauchbares finden kann. Von den Druiden oder wenigstens kaufen kann. Da, da ist sie. Und hier sind Unmengen an Ertrunkenen. Und ich habe sie jetzt alle gepult. Das ist sehr gut. Wieso hole ich jetzt die Axt raus? Ich wollte jetzt eigentlich in den Gruppenkampfstil wechseln. Oh Gott, Hilfe, Hilfe. Oh, 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 scheiße, die kommen alle, die kommen alle. Ah, muss schnell weg hier, schnell weg hier. Nein. Ah, Hilfe, überall Schilf. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ja, planlos wie immer. Hier ist doch irgendwo diese blöde Höhle. Boah, ich hänge schon wieder fest. Oh, da kommen sie jetzt, okay. Es sind zum Glück nur Ertrunkene, das heißt, ich sollte sie eigentlich ziemlich schnell down kriegen. Boah, aber wie viele? Boah, und alle sind tot. Gut, die Jungs halten aber auch echt nichts aus mit ihren durchgeweichten Körpern hier. Zah,
zack, zwei, drei Flatschen von mir und sie liegen im Dreck oder ja, im Sumpfwasser. Oh, jetzt nehmen wir mal schnell mal ein bisschen was mit hier. So, zack und ja, von dir auch noch. Ansonsten habe ich ja mittlerweile, ihr seht, so viel Materialien für meine Mutagene. Ich glaube, da kommt es jetzt auf die zwei, drei Teile zum Schluss hier auch nicht mehr an. Ja, so, und die haben wir sie nämlich. Ja, der Höhleneingang, die Druidenhöhle. Ja. So, wen haben wir jetzt da unten so alles rumstiefeln? Königlicher Jägersmann, Mensch, Shani kommt auch noch angerannt, die stoßen wir direkt weg. Den haben wir hier, fetter Corbin, älterer Druide. Dann haben wir hier noch Druidenältester, ein älterer Druide und ein Druidenältester. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir hier mal zu dem Druidenältesten. Was gibt's, Reisender? Ja, Was macht ihr denn hier? Wir organisieren einen Protest gegen die Abholzung und die Ausrottung bedrohter Arten. Jetzt ist gerade nicht die beste Zeit dafür. Nach der Rebellion führen wir unseren grünen Protestmarsch bis vor das königliche Schloss. Wir protestieren, bis uns der König anhört. Wir haben Gesänge einstudiert wie »Rettet den Wald, macht vor Abholzung Halt« oder »Schlachtet keine Tiere mehr ab«. Ich würde vorschlagen, den Protestmarsch noch lange zu verschieben. Die Natur ruft um Hilfe! Ja, die Öko-Aktivisten hier wieder bei den Druiden. Wir protestieren auf allen Vieren, denn wir wissen, voll das ist beschissen, aber echt jetzt hier, älterer Druide. Der konnte mir immerhin früher mal was verkaufen. Ja, kann er immer noch, sehr gut. Und jetzt bete ich mal, dass du... Ja, Pepperdavka, was haben wir hier? Kräuterwodka, sehr gut. Dass der nämlich etwas Alkohol für mich im Programm hat, dass ich endlich mal wieder ein paar Mutagene machen kann. So, hier, du kriegst meinen ganzen Krümpel hier, ganzes Fleisch, das brauche ich eh alles nicht mehr. Dafür gibt es sogar noch ein bisschen Kohle hier, stinkendem Fisch. Damit kannst du dir die Achseln einschmieren. Alles schöne Natur und ich möchte dafür den harten Stoff hier. Pepperdavka, Kräuterwodka, lecker, lecker. So, ansonsten aber Himbeersaft, naja, ansonsten war das jetzt nicht so üppig hier, aber besser als nix. Und hier ist auch noch direkt die Feuerstelle. Ach, ein paar Talente gibt's auch noch, Mann. Also dann machen wir erstmal schnell die Talente. Jetzt haben wir denn zweimal Silber, achtmal Kupfer. So, können wir hier machen Resistenzen, Schaden habe ich schon, die Gold gibt's noch nicht. So, ansonsten hier habe ich eigentlich Schmerz plus 15. Dauer von Angreif verursachte Einäscherung, okay. Lähmenresistenz bei Angriff verbrauchte, okay. Ah, bei Angriff verbrauchte Ausdauer minus 25%, das können wir mitnehmen. Und hier würde ich sagen, Schmerz plus 15, schnellen Kampfstil. Was haben wir dann hier noch gehabt? Lähmenresistenz plus 50%. Ja, das wäre auch nicht schlecht, weil dann können die mich nicht mehr leben, weil ich habe auch gemerkt, in den bisherigen Kämpfen, die ich jetzt dann schon habe, da habe ich schon einige harte Dinge einstecken müssen, einige Betäubungseffekte und das war nicht so toll. So, und jetzt würde ich sagen, push mir noch ein bisschen meine Zeichen hoch, so, Art habe ich schon voll ausgebaut, irgendwie auch, Quen habe ich noch nicht ganz ausgebaut, Säureresistenz plus 50, Feuerresistenz plus 50, ich glaub, Feuer könnte ich noch mitnehmen, wenn der wieder so ein komisches Feuerteil rausholt, dann der Azar. Hier habe ich auch schon alles ausgebaut. Irden habe ich fast ausgebaut. Ja, aber gut, Irden nutze ich eigentlich gar nicht. Vielleicht hier noch ein bisschen. Die Schaden plus 25% habe ich auch schon. Hier Schaden plus 40%. Also, aber immerhin, plus weniger als 15% Vitalität. Das sollte ich auf alle Fälle mitnehmen. Gibt es sowas hier auch noch? Ja, genau. Schaden plus 20%. Und Schmerz plus 15, habe ich noch 3. Mal hier noch mit Niederschlag plus 20, Präzision, Niederschlag, mal mitnehmen. Würde ich sagen, machen wir hier noch Schaden plus, die haben wir ja schon, Blut plus 15, gut, da habe ich alle Talente verbraucht. Nicht so optimal, aber immerhin ein bisschen. So, und dann brauchen wir jetzt ein paar Tränke. Zum Beispiel, ah genau, Katze. Katze brauche ich immer. So, das mische ich mir auch jetzt direkt mal einmal. Und wo habe ich jetzt hin hier? Wo ist meine Katze hin? Egal. So, ich sage einmal und ich würde sagen auch direkt nochmal. So, dann habe ich noch. Was ist das? Nee, Resistenzen eigentlich nicht. Waldkauz, Ausdauer, weiße Möwe. Ich sage auf jeden Fall einmal Waldkauz, dann weiße Möwe. Mit weiße Möwe kann ich dann nämlich alles herstellen. Da habe ich dann Vollmond, maximale Vitalität beträchtlich erhöht. Schwalbe, Schneesturm. Schneesturm war ich immer sehr nützlich gewesen in Gruppenkämpfen vor allem.